Eismann. Oh mein Gott, Frosty. Oh ja, das ist Frosty, dieser Snowman. Klar. Und damit hallo und herzlich. Verdammt. Ja, der hat schon was drauf, der Frosty. Ach ja, da war ja was. Ich weiß nicht mehr, was der drauf hatte. Feuer. Feuer war. Frosty, dieser Snowman. Es ist schon von Feuer. Ja. Es ist schon ein klein wenig länger her, seit ich das letzte Mal gespielt habe. Ein paar Tage nur. Blauer Planet. Deswegen. Ja. Blauer Disco-Kugeln, glitzernder Planet. What? Ja, ja, glitzert er manchmal. Egal. Tolles Spiel, Link to the Past, mal wieder. Sehr schön. Und wir spielen weiter mit Zelda. Immer noch? Ja. Gibt doch Zelda ist der Hauptcharakter. Das ist aber Link. Das ist Zelda. Das ist Zelda, du hast doch keine Ahnung. In deren Vorstellung ist es anscheinend Zelda. Hast du auch selbst auch ein paar Mal gesagt, oder nicht? Natürlich ist das Zelda. Ja, aber ihr die ganze Zeit das sagt. Das ist Link. Das ist doch Zelda, oder nicht? Das ist Link. Das ist The Legend of Zelda. Alter. Das heißt, der Charakter, den wir spielen, muss Zelda heißen. Ich dachte, der ist Zelda. Da muss er ja Logik. Das Kind hat ja auf jeden Fall auch das Zelda heißt. Du siehst ja, das ist doch schon mal ein Anfang. Ich hab mal als Kind gedacht, der heißt so wie der Name, der da steht. Und da stand immer Link. Ah, ich dachte, warum steht da Link? Ich habe mich Zelda genannt. Ja, du hast extra das Link weggemacht, nur damit. Oh Mann. Oh, als Kind ja. Heftig, ne, ja. Okay, nee, das ist heftig. Aber was mir auch aufgefallen ist, der Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Teil, die Magiebalken lädt sich hier ja nicht von alleine wieder auf. Nee! Das ist voll geil, ich kann nicht mal Magie spammen im neuen Teil. Ja, hier ist es ein bisschen schwieriger. Der neue Master hat da schon einige Hilfen dazu und getan. Und wenn mir als Kind dazu kommt, was? Ich habe Link's Awakening gespielt und da gibt's ja nicht mal Zelda. Nee. Deswegen bin ich als Rechter mal ausgegangen. Irgendwas muss Zelda auf. Ich muss doch Zelda sein. Okay, das ist schlecht. War ich später absolut davon überzeugt. Ja, aber ich verstehe schon. Irgendwann alles Besseren belehrt. Ach, das war irgendwann in einem Land. Scheiße, ich hab das Herz nicht aufgesammelt. Hier war ich schon. Ja! Ich weiß nicht mehr, was da drin war, aber ich hab's offenbar aufgesammelt. Ich weiß auch gar nicht mehr, was du in den Tempel schon alles gemacht hast. Ja, hier irgendwo, hier war das schon. Also viel weiter ist er gar nicht gekommen. Als ich das letzte Mal hier war, war Steffen im Wassertempel. Ja, viel weiter als hier. Das letzte Mal, als du hier warst, ist er bis hier angekommen. Ja, hier war auch nicht mehr viel. Irgendwo der Raum war, glaube ich, schon alles. Hast du nicht aufgepasst letztes Mal? Könnte gut sein. Ja, du warst, glaube ich, hast irgendwas gespielt, hast du da. Ich weiß nicht mehr. Keine Ahnung. Ich hab Brain Up. Oder gelesen hast du gelesen. Ich hab Berserk gelesen. Ah ja, da hast du ja was gelernt. Da hab ich dir ja was beigebracht. Und das hier setzt du auf einmal so oft ein. Hier, was ist denn los, ey? Tja. Tja. Hab ich gar nicht geübt. Ja, ist so. Na dann machen wir weiter hier, du kleiner Pro-Master. Oh, Strudel, Strudel. Oh, erstmal Tür zu machen. Sehr schön. Reife Lockdown. Und dann kannst du Schalter drücken. So, dann schauen wir mal. Ja, ich glaube, hier warst du noch nicht. Ja. Ja. Ich kann das scheiße. Ja. Oh. Tja, das ist scheiße. Nicht weiter. Ich glaube, ich habe bestimmt Kackwurst noch rausgeholt. Wollen die Zuschauer das wissen? Keine Ahnung, gell. Ich glaube, das meiste kriegen sie eh nicht mit, weil es ein bisschen leise ist. Ein bisschen guckt das auch eh niemand. So. Wieso, dass es ein bisschen leise ist? Was? Ach, ich habe das einfach so gesagt. Roter Planet. Der glitzert, also Disco. Nee, du kannst auch, uns auch bestimmt eine Geschichte von Roten Planeten erzählen. Ja, war wieder voll rot, aber ich habe das jetzt so langsam raus, wie ich sie nicht so lange rot lasse. Das ist voll cool. Einfach viel Kollision. Glückwunsch. Ne? So, boah, roter Glitzer. Und jetzt stell euch vor, er hat von seinen Eicheln gesprochen. Hey, die... Ah, oh, verdammt, nee, sagt immer nichts. Ja, die ist auch rot. Naja, ich meine, aber die Liste habe ich abgezogen. Das waren 8 Stück oder so. Ja gut, ich habe... Bei manchen habe ich halt nicht viel, weil es ist halt alt, das ist immer so... Ja, nicht, ja. Aber da waren noch andere, da ist man halt beschäftigt. Von Game waren noch 3 Folgen. Tja, hier geht's nicht. Die anderen mit 2 Folgen und so. Ja, aber ich will was ausprobieren. Oh. Ich will was ausprobieren. Ja, was denn? Das kann ich so schon mal öffnen. Kann ich denn? Ja, da. Kann ich dann nicht. Aber... Oha. Oha. Das geht auch, sehr schön. Wo siehst du? Leck mich, Colin! Boah. Lieber nicht. Jetzt hab ich da alles öffnen. Ja, ich weiß. Boah, ein Herz. Yeah, Giant Skeletor. Na, ich hab ja volles Leben. Klingt das überhaupt was? Naja. Sieht nicht so sehr danach aus irgendwie. Oh, noch ein Junge. Ja. Boah.
ich hab das Video abgehen. You cannot destroy the Skeleton Knight with a sword alone. When he collapses, he is vulnerable to another weapon. Oh Gott. Und zwar der Pilz. Hast du den Pilz noch? Nein, den habe ich der Schlampe gegeben. Stimmt. Das ist keine Waffe, die du nimmst. Das Käfernetz? Naja, er hat auf jeden Fall diesen, ich nehme Schaden. Denkst dann immer. Das ist, ja, das ist pissig, nur geht er trotzdem nicht. Ich will das Netz austesten. Fick dich, Colin. Das Geile ist ja, er hat schon das Richtige genommen, nur hat er es nicht so richtig gemacht. Also, das ist ja das Geile. So, bevor du jetzt alles nochmal durchgehst. Der hat es nicht genau. Du hast ja, ich habe ja vorgelesen, was da so Sache ist. Wenn er in diesem Modus ist, dann ist er voll vulnerable. Ja, verwundbar für einen anderen. Genau, ja. Aber als du das so gemacht hast, hat er sich ja schon wieder erholt. Und dann war er natürlich nicht mehr vulnerable für diese Art von Weapon. Ah, das sieht doch schon viel besser aus. Oh. Es ist Double Kill. Oh cool, hier geht's auch noch was. Schwierige Frage. Hab ich denn schon die Map? Wo konnte man noch Map aufrufen? X, glaube ich, ne? Ja, da. Nee, ich hab die Map. Alter, verdammt. Ja, der Fall ist sehr stockwerklastig. Das kann ich offenbar nicht kaputt machen. Ja, den fand ich echt ziemlich pissig, den Palast. Aber du müsstest da weniger Probleme haben, weil du kein Zwerg bist, kein kleiner Bubu. Stimmt, ich bin schon ein großer Junge. Ein großer Bubu halt. Blauer Planet! Ein großer Bubu, der von Blauer. Du regst dich auf jeden Fall noch genauso auf, wie ich mich damals aufgeregt habe. Gut. Oder auch noch ein paar Steffi regt sich mehr auf. Angeknabberter Controller. Stimmt. Aber es war nicht hier, das stimmt. Steffen geht out of range. Ah. Oh Gott, ey. Oh ja, das ist auch witzig. Ach ja. Das ist natürlich blöd gelaufen, aber egal. Ein Klassiker. Man denkt sich immer, ich muss den erstmal noch schlagen. Genau, und dann... Da hat die Richtung von gewechselt. Von den Stachis, genau. Aber hier ist ja wieder die... Ach Gottchen, was war das nochmal? Oh. Die feurige Analkette. Knapp. Das war knapp. Hier Schlampen, warum sind hier keine Herzen drunter? Was soll die Scheiße? Meine Fresse. Das da wurde ich erwischt. Fies. Langsam aber stetig. Gay over. Ja. Und du kannst wieder alles nochmal machen. Ja, dachte ich mir schon irgendwie. Da ist wieder unser Frosty. Ja, steckst du dir nicht auch gerne Analketten rein? Fest. Oh nein, weißt du jetzt von wegen so, weil du das immer machst und dann hast du uns einfach gefahren, von wegen, ist es was ganz haben wir vielleicht was gemeinsam, so einen auf den Dach? Ja, genau. Alter. Dann haben wir ja was gemeinsam. Oh, es gibt Grenzen, Colin. Und es gibt diese Popel, die aus der Erde kommen. Die sind voll ekelhaft. Ich dachte, das sind Birnen. Oh. Nee, das sind Popel. Popelbirnen? Das sind jetzt Popel. Hat Bene so festgelegt. Nicht denn das Birnen. So. Hat gewonnen. Oh, das war natürlich sehr innovativ von dir. Was? An dich ganz reinzugehen, ja, damit sich das Schloss erst gar nicht zumacht. Na, ist das so verkackt. Ja, hier musste ich auch durch. Hier ging es gar nicht, ne? Oder was hier musste ich durch. Ging automatisch durch? Hey, hier muss ich durch. Hier geht's weiter. Durch? Okay, na zumindest da. War wann ich. Wann geht's ja weiter? Da bin ich vorhin weiter doch gegangen. Ja, du bist auch einmal weitergegangen. Ja. Ach ja. Ne. Egal. Aber passt schon nächstes Mal. Krieg ich hier noch volles Leben fast. Wenn ich da mal treffe. Hui! Das war ja Freund einfach nur. Der ist eh ich wette, er stirbt hier. Nur möglich ist es. Au, oh, acht schade. Herzen zurück. Fick dich, Colin! Boah. Das war Glück. Das war Strudel, los. Mach es, tu es. Boah. Oha. Fiese Sache. Und jetzt kommt noch einer einfach so von der Decke. Ja. Wo wir so gerade dabei sind. Safe stage. Boah, frech. Immer gut safen. Nein, das ist nicht immer gut safen von wegen. Das macht den Tempel ja nicht mehr so heftig. Ja. Besser als nicht zu safen und dann zu loaden. Das kriegt Steffen aber auch hin. Ja, einmal haben wir es ja schon. Ich glaube schon zweimal. Heftig. An derselben Stelle. Oh.
weil Steffen dann ja fest davon überzeugt war, er hat gespeichert. Ja, das ist... speichern lieber. Nee, hab ich schon. Hat er anscheinend doch nicht. Das ist übel. Nein, da hatte ich absichtlich neu angefangen, Colin, immer noch. Stimmt, aber dass du dir das immer noch nicht merken kannst, ist echt dumm. Du hast aber gesagt, du, dann ist das gespeichert. Nein. Doch. Also das war ein anderer Mal. Irgendwie stimmt das auch. Das hatten wir jetzt schon letztes Mal. Auf What the fuck, ich hab's einmal getroffen. Nein, nicht in seiner Welt, in seiner kleinen Planetenwelt. Rote Planetenwelt. Roter Planetenwelt. Mini-roter Planetenwelt. Oh, lol. Heftig, ja. Läuft so viele Bezeichnungen für sie. Das ist unglaublich. Boah, voll drauf gelegt, so. Dass die Kugel nicht kaputt gehen, ne? Ja, das ist schon ziemlich beeindruckend. So eine heftige Kugel. Ja, reißt hier Wände ein, hallo? Warm. Musste ich die beiden besiegen eigentlich? Naja, Thor sagt no. Oh, scheiße. Alter, das ist voll gut drauf, Mann. Sag ich, könnte das noch ausreichen? Ich glaube schon. Na, siehst du. Guck mal, die sind großzügig. Die haben 8 Bomben, Mann. Nein, das machen wir doch nur die, ey. Wer Cake hat man hier keine Bomben? Hasch. No. Und wenn man bei den Krügen halt, naja, bei den Krügen kriegt man immer Bomben, aber wenn man die verommelt, oh. Ist dumm gelaufen dann. Scheiße. Okay, der neue Lava. Ja, hier ist echt eine tolle Ecke. Weiß gar nicht, wie ich die nennen soll. Das sind die Krabbelis, die... Lava? Die da? Nee, die können... Warum liegt so das eigentlich Colin alle? Sie lieben dich. Ja. Du nennst sie doch Lover. Also. Ja, das sind deine Lover. Ja, also die Dings sind echt deine. Also da kannst du, das ist schon lange, das ist schon echt festgelegt. Du. Von wem ist das festgelegt? Von uns. So. Die stehen da drauf. Patent, Mann, das Lover-Patent. Oh. Ja. Der rote Planet ist heftig für dich. Mikroplanet, Mann. Da ist schon wieder welche. Was ich mal gerade ausprobieren will, bringt nichts. Okay. Ich dachte, vielleicht kriege ich da ja auch einen... Vielleicht hätte er sich in einen blauen Planeten verwandelt. Ja, hey, geil, Mann! Warum nicht, ey? Das ist auch so ein großer Unterschied. Ja, das eine ist ein roter Planet, und das andere den ist... mag Bene sehr, und dann gibt es auch einen blauen Planeten. Ups. Der ist auch geil. Den mag Steffen sehr. Jetzt ist das Ding da wieder... Ja, das war ein bisschen trollig. Was? Kannst ja gleich speichern, dann musst du das ja nicht mehr machen. Ja, na jetzt auch. Boah, nicht bei der Explosion so. Ja, können wir jetzt jedes Mal machen. Und gleich nach dem Raum kannst du das auch nochmal speichern. Ja, genauso sieht's aus. Und genauso werde ich es wahrscheinlich auch machen. So, jetzt kommen die Mongos. Ja, ich meine... Und Mangos. Mongo und Mango. Das sind zwei, genau zwei. Okay, jetzt haben wir die Namen für die. Verdammt, ey. Guck Dragon Ball ein bisschen, weil Mango und Mongo sind. Mango sind Ultimate. Heftig, Mann, ist nicht. Wobei, nee, das wird man glaube ich auch so nicht raussehen. Ach, natürlich kann man das schon safe schiffen. Aber ihr müsst wissen, Mighty Max ist der Hauptcharakter. Ja, auf jeden Fall, ey. Oh Gott. Mighty. Ja, Mighty Max wäre einfach rübergeflogen. Oder rübergesprungen. Warum habe ich da nach unten geguckt? Bin ich blöd? Ja. Das war rhetorisch. Kaufst du am Mediamarkt? Ja, du hast gefragt und geantwortet. Ja, das war rhetorisch. Du solltest nicht einfach. Steffen, kaufst du am Mediamarkt? Nö. Amazon. Mediamarkt? Ich bin auch nicht blöd, also bist du blöd. Ja, wer kauft der bei Amazon? Weil es bei eBay viel billiger gibt, Mann. Was? Bei eBay gibt es das viel billiger. Oh Gott, ey. Bei Amazon, wenn du über Anbieter und so, die ist das. Genau, oder eBay. Aber den Keysort ist über eBay viel billiger. Achso, ja, das auf jeden Fall. Ja, haben wir doch gerade gesagt. Ja. Willst du eine Visor haben? Nein. Ich will eine Visor haben. Muss Gas geben. Aber das... Ich warte hier. Steffen ist wieder entspannt. Ja. Und rush. Oh mein Gott, da kommt sie schon. Oh. Das na egal, sein. Ich habe ein Herz wieder bekommen. Also plus minus Probe. Jetzt das Skelett nehmen. Willst du erstmal speichern? Ich will das Skelett nicht aufheben. Das Skelett. Das ist Steffen egal, er hat gesaved. Ja. Geil. Yeah, Pinguine. Die die glatten Bettvorleger. Für mich sind das Pinguine. Boah, frech, ey. Bettvorleger klingt aber gar nicht so schlecht. Ja, und das sind die glatten Bettvorleger. Das ist Pinguin-Bettvorleger.
grüne Pinguin, mein Kollege. Das ist eine Festung. Ha! Noob! Da kommt die feurige Nagelkette. Ach ja, das ist natürlich auch ein bisschen nervig jetzt. Das ist sehr stimulierend. Gut gerettet, Pia. Okay, da... What? Aber wenn ich es nicht getroffen hätte, hätte ich auch noch sagen können, das ist also klar. Okay, ich kann offenbar nicht runter. Gerade noch so von der vorherigen Kette. Na komm, auf einmal geht doch nicht. Ah, ja, passt. Ist ja gleich schon wieder in ihrer Nähe. Oh, da kommst du schon wieder, da freut sie sich gleich. Und unser Freund. Und? Unser Festfreund. Wow. Ha! Noob! Ha! Yeah! Also ein sicherer Raum. Oh. Oh, nice. Oh, ich bin... Alle gehen immer so. Ich muss irgendwann mal in die andere Richtung einfach gehen. Alle gehen immer... Es geht immer in die Richtung. Man geht immer erstmal so. Ich gehe aus Trotz anders rum. Sehr schön. Kobes, do not use all your magic power if you do not possess the medicine of magic. Yeah. Bla bla. Now, get ready to go into the deeps of this dungeon. Boah, deeps. Ja. Deeps. Ja. Ehrlich, deeps? Mhm. Wann ist es deeps? Deeps. Wenn D-E-P. Achso. D-E-E-P. Ja, macht irgendwie Sinn. Ja. Tief. Nein, deeps. Aber deeps ist noch tief. Deeps. Deeps. In die Tiefen, ne? Oder in die Untergründe oder was? Weil doch auch Deep, Deep heißt doch auch, Deep heißt doch Tief. Dann müsste doch Depths Untergründe ja, oder so heißen. Und oder Tiefen. Tiefen, ja. Irgendwas anderes. Ne? Ist halt ziemlich tief. Gründig. Und halt. Ich drück immer noch die falsche Taste. Fuck! Ja, los, von der Analkette. Du schaffst es. Ja, die geht wie immer. Wer setzt auf die feurige Kette? Total. Ich setze auf die Stachelis. Ich kann auf die Stachelis. Bene, worauf setzt du für nächsten? Ja, da hat er verloren. Ich hab gewonnen. Auf die setze ich. Bene setzt auf. Ich hab gewonnen. Ja, aber er muss auch sterben. So, jetzt setze ich auf den Eingang da, damit er sich ja durchgehen. Nee, er muss sterben dadurch. Ach so. Er braucht wohl durch als nächstes sterben. Damn. Darauf wird jetzt gesetzt. Colin setzt auf die Stachelis. Moment, Abgrund, sag ich einfach mal. Also es geht ja sterben, nicht um Leben. Es wird sterben. Stacheli. Okay, Analkette, Stachelis und Abgrund. Nee, ich hab ja nicht, ich bin der Moderator, ich muss dich setzen. Was? Ich bin nur der Spielleiter. Boah, du machst es dir viel zu einfach. Ehrlich mal, Pierre. Ich bin der Kleine, ich darf das. Na gut, okay, Brüderchen. Okay, dann also Stachelis gegen Abgrund. Stachelis gegen Abgrund. Außerdem, ihr beide seid die Experten. Okay, hier ist es gerade. Okay, okay, ich ändere meine Meinung, Freund. Ja. Analkette. Verdammt, der Raum ist so, weißt du, da kann einfach alles passieren. Oder das Ding da. Ja, jetzt. Ich setze auf die Schwarzen, ganz klar. Recht, so einfach so umändern. Die hätte ich zuerst gar nicht gedacht, dass es hier auch noch gibt. Los, Freund. Los, Rot und Spiele. Ja, Schwarzen. Los, Schwarzer. Los, ja, Digga. Los, der Schwarzen, ne? Ach du Scheiße. Versklavt Steffen. Ja, man, die Schwarzen erinnern mich so ein bisschen an die Rußmännchen. Die kommen auch immer aus ihren Löchern da raus. Ja. Die Schwarzen, man muss los, Steffen. Ja. Verdammt. Steffen hat es jetzt mit Absicht, bis er da am Freund stirbt. Sehr schön. Ja, oder verwandelt Freund einfach. Los, an der Kette. Ganz am Ende geht er durch. Am Arsch, ich hab ihn getroffen, den kleinen Pisser. Yeah. Ja. Komm, fick dich. Ja. Freund hat schon... Du hast keine Energie mehr. Ach ja, ja. Okay. Geiler Scheiß, Mann. Dann kommen sie wieder aus ihren Löchern gekrochen. Auch nochmal. Gewonnen. Ja, so schnell umgeändert, schwach. Das ist viel zu schwach. Die eigentlich mal quasi das ja, echt. Nee, du hast doch gesagt, dann erkennen und dann kommst du auf einmal. Ja, ich hatte gar nicht gesehen, dass es die auch in dem Raum gibt. Scheiße. Hättest du sofort, also die Löcher da gesehen hättest. Ja, das fällt mir. Ich hab's ja selber nur anal gesehen. Anal und die glatten. Bam. Also in dem Raum schätze ich ja eher einen Pinguin. Nee. Also wenn in dem Raum stirbt, dann ist Pinguin mal schuld. An den glatten. An der eigenen Bombe. Okay. Kriegst du durch deine eigene Bombe Schaden? Natürlich. Ich weiß ja nicht, wie es beim neuen war. Beim neuen war es auch so, ich hab's nicht wirklich ausgehört. Also, wenn man ja in der Regel nicht. Also ich hab mich nicht in die Bombe reingestellt, ich glaube, dass das so gut ist. Was passiert? Hui.
Yeah. Schade. Er hätte gern mit dem geknuddelt. Ja, er braucht es. Er braucht irgendwas Softes. Ja. Schon wieder die Rebellische. Scheiße, haben die mich da noch geprägt. Ja, die hat drauf. Hallo, Beefy. Ich gucke erstmal gerade, was hier drin ist. Das sind unsere Freunde. Oh, cool. Rote Planeten. Hier sind echt viele Planeten für Dings. Also, das ist echt viel Menschen mit E. Cool. Kann ich hier den Stein runterwerfen? Nein. Oh. Du kannst dich runterwerfen. Okay, gut. Ja, das war mir jetzt nicht gedacht. Da-da. Da-da. Boah, tschüss. Ne? Das ändert einfach alles. Jetzt hast du so unendlich neue Möglichkeiten. Oder jetzt nur ein bisschen Action. Geh einfach durch. Nein. Okay. Steffen hat immer gern sein langes Ding aus. Ja, klar. Wow. Ich hab's ja. Ich dachte, du wolltest sie kennen. Oh, lustig. Fistraum. Oh yeah. Der Raum der Fisto. Hier ist einfach echt alles. Das mag ich so in diesem Palast. Du hast echt eine schöne Auswahl. Das sah doch erstmal gar nicht so schlecht aus. Ne? Schade eigentlich, hätte das so nach unten gehen müssen. Bam, bam, bam. Lava Planet. Da sind sie schon wieder. Was einfach alles hier. Das sind geile Stachelboden, ey. Passt doch. What the shit? Ja, das ist ein Stachelboden. Ja, ein Lava Planet. Ja. Wow. Wow. Boah. Ey, was für ein Waffe sein? Da ist die Karte. Oh, verdammt, das ist ein Schlüssel. Ja, ich weiß, hier gibt es noch ganz viele. Yay, und wir sind wieder hier. Sehr schön. Alter, wie ich mich früher überhaupt nicht zurechtfinden konnte. Stimmt, kriegt erstmal eine Wein. Ja, ist sicher, ist sicher. Ach ja, das ist... Yeah! Ja, Mann! Sie sind einfach überall, Mann. Das sind unsere allseits bekannten Freunde. Yeah! Bam. Wir mögen doch alle Diktors. Ja. Yeah. Diktor! Diktor! Diktor? Ja. Trio, Trio. Oh, Strudel, Strudel! Diesmal ganz geheim und es ist aber am Arsch. Ja. Ja, gut. Ja. Oh. Na, hier ist alles. Die kommen immer im Dschungelpack, Mann. Nur Bongo. Ich schon, ey. Wenn dann richtig, ja. Oh. Und was mit diesem Zug? Oh, du hast an seinen Schwanz gerade gezogen. Okay, das war jetzt geraten. Ich wollte eigentlich nur mal gucken, ob man allgemein da dran ziehen kann. Ja, so hast du seinen Schwanz ein bisschen länger gemacht. Steffen zieht aber gerne einen Schwanz. You got the map. Steffen, du hast eine Karte gefunden. Kannst du aber auch die Karte lesen? Hm. Ich kann nicht lesen. Hey, noch ein Schwanz. Boah, das macht mich gerade voll alle, dass man das kann. Ja, das ist schon heftig. Ja, die Schwänze machen dich voll alle, Steffen. Geil, sogar den Boss-Key hier. Ja. Jetzt hast du das dicke Ding gefunden. Das war der echte. Yeah. Pinguus. Da sind wieder Bettvorleger, Pinguine und Freunde. Oh, jetzt wird's hart. Wie stirbt er in diesem Raum? Oh, ich kann er sich verpissen. Oh. Ich war mir sicher, er stirbt hier. Ja, ne? Wie stirbt er in diesem Raum? Da. Roter Planet. Da sind sie wieder. Auf dem roten Planeten. Nee. Heftig, ihr hättet auch noch die, ihr hättet auch noch die Möglichkeit, auf den Mini-Roten Planeten zu setzen. Oder auf die Bomben. Ich hab auch den Schalter. Aua. Okay, Colin, das wirst du irgendwie verlieren, habe ich so ein Gefühl. Du stirbst dabei, während du die Bombe hinlegst und dann ist quasi der Schalter dann schuld. Naja. Alles klar. Indirekt. Und Colin wird diesen Raum bei diesem Raum nicht recht behalten. Nee. Dann kann er auch an seiner Bombe am Schalter sterben. Ja. Das besteht diese Möglichkeit, ne? Oh. Irgendwie nicht, Colin. Schade. Steffen ist in diesem Raum nicht gestorben. Und Mann. So, ganz nebenbei mal. Aha. Ich habe hier eine Map jetzt. Ja. Und es gibt ganz viele Etagen. Ja. Ich sehe schon. Aber die meisten sind ja eh nur ein paar einzelne Räume. Ja. Nun passt ja schon wieder.
Ich bin der blinkende Punkt, Mann. Du bist der blinkende Punkt. Du bist der Blinkman. Oder einfach der Linkkopf, der zeigt dir auch an, wo du bist. Mit der tollen Hand, wo er immer so drauf zeigt. Achso, ich dachte, das wäre ein Mittelfinger. Ja, okay, das hätte man auch denken können. Aber Steffen, das ist das Ohr hinter dem Steffen Finger. Steffen denkt immer erst an Mittelfinger. Okay. Normal. So, okay, da war ich gut. Krass, Steffen. Jetzt ist hier natürlich kein Herz mehr drunter, schade eigentlich. Da wissen wir mal, warum wir da. Ja. Sie lassen uns eigentlich im Stich. Und 8 Bomben. Du hast das aus dem Kopf ausgedroppt. Oh, 4 fix. Was? Software. Ja, das ist diesmal viel gemacht. Und der super gute Fistraum. Hier stirbt er. Okay. Können wir noch was setzen? Ja. Stachelis. Stachelis Bene? Ach. Am Arsch, Stachelis. Gebumst habe ich euch damit. Ihr kleinen Lutscher. Stefan, sie hat sich hier an den natürlich. Aber wie dem auch sei, war jetzt schon wieder lang genug die Folge. Deswegen bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.